Wir haben ja jetzt 5 Tage Sprechertraining hinter uns. Und für mich ist die Bühne jetzt im Endeffekt nichts Neues. Ich stehe auf der Bühne, seit ich klein bin. Und doch war es diesmal ganz was anderes. Weil auf der Bühne ich bisher immer Rollen vorgegeben bekommen habe. Das heißt, da ist jemand vorne, der sagt dir genau, was zu tun ist. Und hier im Sprechertraining war es so, dass, dass ich selbst sein musste. Meine Gedanken formulieren, dem Publikum meine Emotionen vermitteln musste, ohne mich hinter einer Rolle verstecken zu können. Es war sehr intensiv, wenn man sich, wie gesagt, nicht hinter einer Rolle verstecken kann, sondern wirklich selber sein darf und kann. Und sich zu überwinden, von sich selber was preiszugeben, das war anfangs wirklich schwierig. Aber Volker war wie immer der absolut geniale Motivator. Also du stehst irgendwann da vorne und denkst dir, ja genau, es ist gar nicht schwierig. Und die Nervosität ist wirklich nur im ersten Moment da und dann geht das alles von ganz alleine. Das ist bestimmt auch ein Teil der Gruppe, die dieses Vertrauen gibt, dass man selber sein kann, wie man ist. Aber natürlich auch die Ausbildung von Volker ist einfach phänomenal. Man kann gar nicht aus und dann das richtig lernen.